Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Stadtverwaltung Zwickau begrüßt neue Azubis und Nacht der Schlösser in Wildenfels und Glauchau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. In vielen Familien wurde am Wochenende Schulanfang gefeiert. Gestern sind die ABC-Schützen dann das erste Mal zur Schule gegangen. Auch für 8 Auszubildende der Stadtverwaltung Zwickau war es heute der erste Gang an ihre neue Wirkungsstätte. Um dem Ganzen einen feierlichen Rahmen zu geben, fand ein kleiner Empfang in der Jakobskapelle des Zwickauer Rathauses statt. Vor Ort waren aber nicht nur diejenigen, die ab heute ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung Zwickau beginnen, sondern auch Absolventen, welchen heute ihr Zeugnis übergeben wurde. Mit sehr emotionalen Worten betonte Baubürgermeisterin Katrin Köhler, wie sehr der Stadt Zwickau die Ausbildung junger Leute in der Stadt am Herzen liegt. Es sei der Mix aus erfahrenen Mitarbeitern und der Jugend, was die Qualität der Arbeit ausmache. Man müsse sich gerade in diesen Zeiten auf diese ständig verändernden Bedingungen einstellen. Mit der Zeugnisübergabe wurden die neuen Mitarbeiter der Stadtverwaltung dann in ihre Aufgabenfelder geschickt. Aufgenommen wurden dann auch die neuen Azubis. Wir begrüßen heute 8 neue Auszubildende insgesamt, 4 neue Verwaltungsfachangestellte, ein Straßenwärter, eine Gärtnerin und eine Notfallsanitäterin, die ja heute bereits schon in der Schule ist. Und natürlich haben gestern unser drittes Lehrjahr hat gestern ausgelernt. Sie haben gestern ihre Prüfungsnoten erfahren und die wollten wir heute auch nochmal besonders ehren. Und sie haben heute ihre Ausbildungszeugnisse erhalten in diesem besonderen Rahmen. Wie sind denn die Voraussetzungen, um hier überhaupt aufgenommen zu werden? Für die Ausbildung selbst ist Voraussetzung, dass man zumindest einen Realschulabschluss mitbringt, ein gutes Zeugnis, ja, und entsprechend dann Teamfähigkeit, Flexibilität und natürlich ein auch selbstsicheres Auftreten. Nach dem Foto fürs Archiv sind wir dann mit einer Absolventin und einer Auszubildenden ins Gespräch gekommen. Ja, ihr beiden, die eine hält einen Blumenstrauß und ein Zeugnis in der Hand und die andere, da hat man die großen erwartungsvollen Augen gesehen. Du kennst das Ganze hier schon. Erzähl einmal, wie waren deine Erfahrungen der letzten Jahre hier? Also die Erfahrungen waren schön. Also ich durfte alles durchlaufen hier in der Verwaltung, auch weil ich bin halt keine Verwaltungsfachangestellte, ich bin FAMI. Das heißt Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, zwar Fachrichtung Archiv, aber sie macht Bibliothek und lernt in der gleichen Schule wie ich dann, in der Berufsschule in Leipzig. Und genau, es waren schöne 3 Jahre gewesen und ich bin aber auch erleichtert, dass ich jetzt die Zeit vorbei ist und dass ich ins Berufsleben starten kann. Es ist ja ein Zeitwandel. Wir haben es vorhin schon gehört, Digitalisierung ist ja auch das Zauberwort. Was ist denn das Neue? Was sind jetzt die Herausforderungen, die auf dich zukommen? Vor allem die digitale Langzeitarchivierung, das wird nochmal eine Herausforderung sein für uns. Das ist ein großer Stein noch für das Stadtarchiv, für alle Archive in Deutschland. Also halt die Sachen auch wirklich dauerhaft, die digitalen Medien zu archivieren. Was war dein Beweggrund, dass du gesagt hast, ich möchte hier bei der Stadt Zwickau eine Lehre anfangen oder eine Ausbildung? Also ich wollte halt auf jeden Fall was in die Richtung Bücher, Medien machen, was die Welt ja braucht, was sie einfach was notwendig ist. Und da ich halt direkt aus der Nähe von Zwickau kam, habe ich mich halt dann sehr gefreut, als die Zusage von Zwickau kam und ich dann hier auch bleiben kann und nicht woanders weit weg muss, um genau diesen Beruf halt zu lernen. Also die Heimatverbundenheit, du möchtest hier bleiben? Ja, genau, ich möchte irgendwo. Das kenne ich halt auch schon und da fühlt man sich dann natürlich wohler. Werbung. Herzlich willkommen im Theravel, Ihrem Therapie- und Wellnesszentrum im Johannisbad Zwickau. Seit über 18 Jahren der Ort für Ihre Auszeit und Entspannung vom stressigen Alltag. Neben unseren Wellness- und Kosmetikangeboten können Sie auch die gesamte Bandbreite einer modernen Physiotherapie für sich nutzen.
Informieren Sie sich auch über unsere weiteren Angebote wie Reha-Sport, Aquafitness, Babyschwimmen oder auch Kinderwellness. Verschenken Sie Entspannung. Alle Angebote im Therapie- und Wellnesszentrum sind auch als Gutschein erhältlich. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich möchte heute präsentieren unser Zwickauer Produkt. Das ist eine Pflege- und Reinigungsmittel für Ihre Brille. Für Kunststoffgläser, entspiegelte Gläser, für alle Art Gläser entwickelt worden, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Parfüm. Wer hat Interesse? Das geht ganz einfach. Wir sprühen von beiden Seiten und das machen wir nicht jeden Tag. Zweimal in der Woche, das reicht. Mit erster Kosmetiktuch bitte Belege abziehen, nicht reiben. Diese Fehler machen wir fast alle, weil dann reiben wir ganzen Schmutz von einer Ecke in die andere. Belege bitte von einer Seite in die andere einfach abziehen und mit zweiter Kosmetiktuch bitte nicht vergessen nachpolieren. Und bei Polieren merken Sie schon selber, Ihre Oberfläche von den Gläsern ganz glatt. Das heißt, alles was glatt, nimmt nicht so schnell Schmutz auf. Das heißt, Fett, Staub abweisend, im Winter läuft nicht mehr an. Oder jetzt, wir tragen alle Maske zum Einkaufen, zum Besuch. Gläser bleiben immer super klar, beschlägt nicht. Und heute haben wir extra Preis gemacht. Das heißt, Sprühflasche vollgefüllt mit 30 ml drin und Nachfüllflasche mit 50 ml gefüllt, reicht für eine Brille gut ein Jahr. Kostet für Sie heute nicht jede Flasche 19,90 Euro, sonst ganze Set 19,90 Euro. Erhältlich in Connys Deko Studio in der Schumannstraße 8 und bei Lamirach City am Marienplatz 1 in Zwickau und im Kaufland Steinpleis. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. In wenigen Wochen beginnt mein neuer Job. Den Umzug habe ich schon selbst geregelt. Und der Verkauf unseres Hauses war dank fachkundiger Hilfe ganz einfach. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, sind wir, das Immobiliencenter der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wie ermittle ich einen marktgerechten Preis, der nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist? Wie finde ich heraus, ob der Interessent sich das Haus überhaupt leisten kann? Und wer kann mich bei all diesen wichtigen Fragen sinnvoll unterstützen? Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Dank der Sparkasse Zwickau kann ich mich jetzt voll und ganz auf meinen neuen Job konzentrieren. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer schon einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit.
Die Nacht der Schlösser hat sich in den letzten Jahren zum festen Bestandteil im Kulturkalender des Landkreises Zwickau entwickelt. Aufgrund von Covid-19 war lange nicht klar, ob bzw. in welcher Form in diesem Jahr dieses allseits beliebte Event durchgeführt werden könnte. Als Veranstalter fungiert hier das Zeitsprungland und es wurden Lösungen gefunden. Wenn auch nicht mit den gewohnten Besucherzahlen, aber dafür mit feinen kleinen Veranstaltungen beteiligten sich am vergangenen Samstag 7 Schlösser bzw. Burgen an der Nacht der Schlösser. Auch auf Schloss Wildenfels, mittlerweile als Tapetenschloss weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt, hatte man sich Gedanken gemacht, wie man die Besucher zur Nacht der Schlösser gut unterhalten könnte. Was lag da näher, als die Tapeten in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken? Was die mit Baron Münchhausen zu tun haben, erfuhren die Gäste des Abends in einem kurzweiligen Vortrag, welcher durch den Vorsitzenden des Freundeskreises Schloss Wildenfels, Karl Weiß, eröffnet wurde. Wir haben versucht, trotz dieser Pandemie, dass wir trotzdem uns dem anschließen und eine Nacht der Schlösser organisieren. Und ich bin sehr froh, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Überzeugend erzählte der Lügenbaron dann die Geschichte. Man braucht nur ein wenig Fantasie und alle Schlösser, kleinen wie die großen, öffnen sich. Meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Hieronymus Karl Friedrich, Freiherr von Münchhausen, kurz Baron Münchhausen. Wenn ich mich so umsehe, denke ich, dass der eine und die andere doch meinen Namen schon irgendwann mal gehört haben. Vielleicht sogar einige dieser berühmten Geschichten, die sich mit meinem Namen verbinden, gelesen oder gar gehört hat. Spätestens in der Schule, wenn du aufgepasst hast. Trotzdem, meine Damen und Herren, erheben sich zwei Fragen. Was macht der Baron von Münchhausen hier? Was hat das mit diesem Schloss zu tun? Und zweitens, gab es den überhaupt? Das ist nur eine Mär, die irgendjemand abgeschrieben hat. Ich fange mit den Zweiten an. Jawohl, es gab mich. Im Mai vor 300 Jahren, 1720, wurde ich im damaligen Heiligen Römischen Reich geboren. Natürlich wollten wir es dann noch einmal genau wissen. Ja, welche Überraschung, Baron Münchhausen hier auf Schloss Wildenfels. Aber Spaß beiseite. Erzählen Sie uns bitte aus Ihrem wahren Leben. Ja, im wahren Leben bin ich ab Montag wieder Lehrer, und zwar der Schulleiter der DBV Regenbogenschulen in Zwickau. Und ja, was ich hier mache, ist meine Freizeit, wo wir also im Freundeskreis ganz viele Dinge gemeinsam schaffen und erleben. Heute ist ja Nacht der Schlösser hier auch in Wildenfels und es gab eine spannende Geschichte zu erzählen. Sicher mit den Augen flunkern, aber erzählen Sie bitte, was der Hintergrund war. Genau, also die Historie ist ja die, dass wir mit diesen ganz teuren Tapeten, die wir jetzt wieder entdeckt haben, herausgefunden haben, dass irgend so ein Sprössling von den Gräfen oder Grafen zu Solms wohl irgendwo dann in Otschakow gekämpft haben und dort, wo die Tapeten herkommen. Und wie es die Legende so will, soll auch Baron Münchhausen dort mitgekämpft haben, das was auch nachweislich so gewesen ist. Und aus dem Grund haben wir die Idee gesponnen, dass Münchhausen doch was mit diesen Tapeten hier zu tun hat. Aber den Leuten hat es offensichtlich gefallen, ne? Ich hoffe sehr. Also der Applaus, das Geklapper war ausreichend. Ja, danke. Aber das Engagement, Spaß beiseite, des Freundeskreises ist ja auch groß, trotz Covid-19 hier so eine Sache auf die Beine zu stellen. Ne? Ja, also es war für uns sehr schwierig, die Entscheidung zu treffen. A, macht man was? Ne? B, wenn ja, dann wie? Unter welchen Auflagen? Und wir hatten uns dazu entschlossen zu sagen, wenn wir nichts anbieten, dann ist vielleicht im nächsten Jahr wieder keiner da kommen will. Und darum wollen wir lieber als kleine Nacht der Schlösser mit teilhaben. Und wir sind über jeden Gast froh, der zu uns kommt und nach außen trägt, dass man hier trotzdem etwas erleben kann. Nacht der Schlösser ist das eine, aber auch sonst ist Schloss Wildenfels immer eine Reise wert. Auf jeden Fall. Ich kann es immer nur wieder empfehlen. Wer also seine Heimat liebt und auch mal ein bisschen Historie erleben will, das soll gerne zu uns als Gast hier im Wildenfels herkommen. Wir haben es aber heute gesehen, es sind nicht nur die alten Entschuldigungen, die gekommen sind. Es sind auch Familien gekommen. Wir haben es gehört mit ihren Kindern, um das Wissen schon weiterzugeben. Und das ist auch sicher auch für die spannend. Ne? Einerseits das und andererseits auch so, dass wir bewusst für die Kinder, für die Kleinen etwas organisiert haben, dass sie nicht so das Gefühl haben, ich muss mit den Alten jetzt mitgehen, nur weil die mal das Schloss sehen wollen. Also wir sind bemüht, wirklich
dass wir mehrere Generationen ansprechen wollen. Und das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir möglichst viel erreichen wollen und die Gedanken, den wir einfach leben im Freundeskreis, nach außen zu tragen. Während sich viele der Gäste dann erst einmal im Schlosshof stärkten, machten sich andere auf, Schloss Wildenfels einmal zu erkunden. Auf einem gut ausgeschilderten Rundgang gibt es hier jede Menge zu erkunden. Auch ganz intime Details geben einen Einblick, wie das Leben unserer Vorfahren hier so aussah. Wie schon erwähnt, waren es nicht nur die Alten, die am letzten Samstag zur Nacht der Schlösser gekommen waren, sondern auch junge Familien mit Kindern. Sie sind in Familie hergekommen und haben sogar ihr Kind mitgebracht. Ja. Was fasziniert Sie hier am Schloss? Generell die ganzen Schlösser. Also wir sind immer eigentlich auf der Suche nach solchen Gefilden, sage ich jetzt mal. Und die Nacht der Schlösser ist natürlich ein schöner Anlass auch für die Kleinen, weil da wird auch immer was geboten. Und ja, haben wir den Anlass genutzt, spontan. Und ja, sind wir jetzt hier. Natürlich müssen die Leute hier Maske tragen, aber ich glaube, das sind Sicherheitsvorkehrungen, die ganz einfach wichtig sind. Und Sie machen das auch mit. Natürlich, natürlich. Also das steht außer Frage. Also Sicherheit geht vor und da sind wir an erster Stelle, ja. Sie sind heute in Familie zur Nacht der Schlösser hier nach Wildenfels gekommen. Sie sind interessiert an diesen Dingen? Ja, sehr. Immer Schlösser, Burgen. Immer spannend. Wir kommen auch aus der Nähe. Na, wir wohnen hier in der Umgebung und da besuchen wir immer mal das Schloss Wildenfels. Es ist ja auch schön, die Kinder schon ranzuführen. Natürlich, oder? Genau. Und Sie sind auch interessiert? Ja. Wie findest du das? Schön, dass es halt auch so Kindersachen gibt. Dann noch viel Spaß, lieben Dank. Danke. Dank angenehmer Temperaturen verweilten viele Gäste im Hof von Schloss Wildenfels. Hier mit dabei auch der ehemalige Landrat Christian Otto. Wie finden Sie das, was hier trotz Covid-19 auf die Beine gestellt wurde? Ja, ganz toll. Ich bin ja nun schon viele Jahre hier im Freundeskreis Wildenfels. 20 Jahre, hat der Karl Weiß gesagt, haben wir das schon gemacht. Was hier entstanden ist, zunächst mal ist ganz toll geworden. Und der Ministerpräsident wird es ja auch zu würdigen. Er kommt nämlich am 13. September ja, hier auf Schloss Wildenfels, wird offiziell die Einweihung mit vornehmen. Und was jetzt hier gemacht worden ist, in schwieriger Zeit, ist also wirklich vom Förderverein eine tolle Leistung. Es ist auf alles geachtet worden, die Hygieneregeln sind eingehalten worden. Ich finde das sehr gut. Es ist ein tolles Erlebnis. Die Menschen merken ja, dass sie wieder raus wollen. Sie wollen sich mal unterhalten, natürlich immer unter den Vorkehrungen des Covid, aber es ist eine tolle Sache. Ich freue mich sehr und deshalb bin ich schon mit meiner Frau hier. Für die Organisatoren des Abends war es zweifellos eine große logistische Herausforderung, dieses Event unter Pandemiebedingungen zu realisieren. Es wurde dank eines guten Hygienekonzeptes angefangen von der Registrierung der Gäste bis hin zu Abstandsregelungen und Mund- und Nasenschutz ein gelungener Abend. Ein Dank an die Macher und die disziplinierten Gäste. Dann hoffentlich auf eine neue Nacht der Schlösser 2021, vielleicht wieder mit etwas mehr Nähe. Auch das Schloss in Glauchau hatte sich wieder für die Nacht der Schlösser gewappnet. Die imposante Doppelschlossanlage, bestehend aus Vorder- und Hinterglauchau, bietet natürlich beste Bedingungen für Veranstaltungen. Und so wäre eine Nicht-Teilnahme an diesem Event ein absolutes No-Go. Glauchau ist schon seit vielen Jahren dabei und dieses Jahr sind ja 7 Schlösser, die sich beteiligt haben. Genau, versuchen wir immer ein schönes Programm auf die Beine zu stellen. Und dafür geht die Nacht bereits am Nachmittag los, unter anderem mit der Rokoko-Tanzgruppe. Highlight im Familienprogramm, auch die Kinder können mal in die Kleider der Hofdamen schlüpfen. Alles unter dem Motto Klassik meets Moderne. Im Schloss Hinterglauchau gibt es zur gleichen Zeit eine Vernissage zur Eröffnung einer Ausstellung in der Galerie. Wir widmen uns in diesem Jahr 20 Jahre Kunstgruppe Macke. Es ist eine hier in Glauchau ansässige Kunstgruppe und der geben wir hier die Möglichkeit, ihren Geburtstag gebührend zu feiern. Mit einer Ausstellung Larifari Papalab. Noch bis zum 1. November können Interessierte hier Malerei und Grafik, aber auch bildende Kunst sehen. Mit Ausstellungen in dieser Galerie bietet die Stadt Glauchau vor allem auch Künstlern aus der Region die Möglichkeit, sich bekannt zu machen. Währenddessen war im vorderen Schlosshof der militärische Drill eingezogen. Nun gut, auch damals gab es keine Wehrpflicht, Rekruten mussten geworben werden. Die Glauchauer Schlosskompanie hat da schon eine gewisse Erfahrung. Nächstes Jahr feiern wir 20. Vereinsjubiläum
Und wir freuen uns schon, dass heute so viele Leute gekommen sind. Und nächstes Jahr wollen wir wirklich mit Pauken und Trompeten ein großes Fest für die Glauchauer und ihre Gäste veranstalten. Dafür muss der Hauptmann seine Truppen schon noch etwas disziplinieren. Was ist denn das für ein Gemälde hier, die Kavaliere? Zur Schlosskompanie gehören mehr als nur ein paar Rekruten. Und die Nacht der Schlösser ist nicht der einzige Auftrittstermin. In den vergangenen Jahren haben wir immer so im Durchschnitt ungefähr 40 Veranstaltungen, kleine, aber auch größere Veranstaltungen bestritten, mit unseren knapp über 50 Mitgliedern. In vier Darstellungsgruppen, die Musketiere, die Höfische Gesellschaft mit ihrer Rokoko-Tanzgruppe, dann haben wir die Jugendmusikgruppe und noch die Kindertanzgruppe. Und ja, eigentlich als fünfte Gruppe haben wir noch die Kanoniere mit ihrer Böllerkanone, die richtig schön rumst. Ja. So, sogar so rumst, dass es manchmal in Glauchau nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Woanders dürfen wir öfter schießen. Die meisten Auftritte aber bleiben friedlich. Die Garde hat hier eben eher repräsentative Aufgaben. Anders als andere klassische Vereine scheint es hier aber keine Nachwuchssorgen zu geben. Also zum Glück haben wir einige Jugendliche, das ist ganz erfreulich, ja, ist erstaunlich. Manchmal kommt ein kleiner Junge und will Trommeln lernen, dann kommt die Mutter dazu, die tanzt dann mit. Auf einmal ist die Schwester noch da, die will auch mitmachen als Kind in der Kindertanzgruppe. Und dann zum Schluss kommt der Vater und lässt sich noch als Musketier rekrutieren. Und dann haben wir manchmal Familien mit vier Mitgliedern im Verein. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, ja. Was im Innenhof auffällt, ist die eher weiträumige Bestuhlung des Areals vor der Open-Air-Bühne. Doch das hat ganz einfach mit der derzeitigen Situation und den Beschränkungen für Veranstaltungen zu tun. Naja, das ganz Besondere ist natürlich dieses Jahr, dass jeder von den Schlössern, die mitmachen, sind ja 7 Stück insgesamt, dass die alle natürlich ein bestätigtes Hygienekonzept haben müssen und wir natürlich von den Publikumszahlen sehr eingeschränkt sind. Natürlich freuen wir uns trotzdem, dass wir überhaupt was machen dürfen. Wir sind ja auf 150 Leute diesmal beschränkt, haben aber trotzdem ein schönes Bühnenprogramm auf die Bühne gestellt unter dem Motto Classic meets Rock. Da haben wir so wie das Feuerbach-Quartett, was Klassikmusik spielen wird, Streichinstrumente, dann den regionales Team, das ist das B-Tour und dann als Highlight noch eine AC/DC-Tribute-Band Black Eyes aus Berlin. Inzwischen ist es dunkel geworden an diesem wunderschönen Spätsommerabend in Glauchau. Der Einlass des Publikums beginnt. Auch hier ist er reglementierter als in früheren Zeiten, doch dank moderner Technik geht hier alles problemlos vonstatten. Und so füllt sich der Schlosshof langsam mit Besuchern. Man kann eben über jede Einschränkung meckern oder sich einfach etwas einfallen lassen. Der Kulturbetrieb Glauchau hat eine Alternative geschaffen, für die er heute den Abschluss erlebt, nämlich, da steht's, Klassik, Beats, Rock. Von daher wünsche ich Ihnen für diesen Auftrag viel Spaß, das Feuerbach-Quartett. Vier Musiker aus vier Ländern, die sich an der Musikhochschule in Nürnberg kennenlernten, begannen echt klassisch mit Benjamin Britten. Diese Instrumente lernt man nun mal im Bereich der klassischen Musik. Dass damit auch Pop und Rock gespielt werden kann, wird sich später noch zeigen. Den Übergang zur Unterhaltungsmusik gestalteten erstmal Birgit und Thomas, kurz das Beato-Duo aus Glauchau. Mit einem recht umfangreichen Repertoire sind sie vor allem im Bereich der Familienfern- und größeren Partyveranstaltungen unterwegs. Immer eine gute Alternative zur Musik aus der Konserve. Ähnliches Repertoire, aber gespielt auf klassischen Instrumenten. Despacito, ein Titel, der in der letzten Zeit bei kaum einer Familienfeier fehlen durfte. Als die vier Musiker entdeckten, dass sie auf ihren Instrumenten gerne auch Pop und Rock spielen, war das Feuerbach-Quartett geboren. Und inzwischen sind sie recht erfolgreich, haben auch mehrere Alben produziert.
Von ABBA über Michael Jackson und AHA bis hin zu Rammstein zeigten sie, was sie aus den klassischen Instrumenten zaubern können. Den größten Teil dabei bilden natürlich eher melodiöse Stücke. Ganz anders dagegen der Schlussakt. Black Eyes aus Berlin, eine Band, die aus ihrer Begeisterung für die Musik von AC/DC ein Hobby gemacht hat und seitdem als Tribute-Band durch die Gegend tourt. Mit dabei Little Lady Angus, die ihrem Idol Angus Young sicher gut gefallen würde. Ganz ohne Debatten über Gleichberechtigung oder gendergerechte Bezeichnungen, hier ist die Begeisterung anzusehen und zu hören. Classic meets Rock, ein wirklich gelungener Abschluss dieses Abends. Und vielleicht wird daraus etwas Längerfristiges, auch wenn die Beschränkungen einmal Geschichte sind. Ein würdiger Abschluss für die Nacht der Schlösser 2020 war es allemal. Werbung. Abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Lust auf Burger, Wraps und Co.? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Ob für den kleinen oder ganz großen Hunger, bei uns ist alles frisch und hausgemacht. Dazu ein kühles Bier vom Fass oder einen coolen Softdrink. Kommt vorbei und nehmt im Sommer gern auch auf unseren Freisitzen Platz. Burger 25, jetzt auch in Zwickau, Hauptstraße 66. Die gute Adresse für Jung und Alt. Ein Gewerbeobjekt der GGZ. In Zwickau zu Hause. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen starten wir endlich einmal wieder mit Sonne in den Tag. Bei Tageshöchstwerten um die 17 Grad ziehen im Laufe des Tages Wolken ins Sendegebiet. Mit Regen ist jedoch nicht zu rechnen. Am Donnerstag kehrt dann für kurze Zeit der Sommer zurück. Bei Temperaturen über der 20-Grad-Marke scheint den ganzen Tag über die Sonne. Erst am Nachmittag ziehen einige harmlose Wolken ins Sendegebiet. Am Freitag klettert das Thermometer dann schon wieder bis auf 24 Grad. Sonnige Abschnitte überwiegen, aber gelegentlich verdecken auch dichtere Wolken den Westsachsenhimmel. Am Sonntag müssen wir dann schon wieder mit einer wechselhaften Wetterlage rechnen. Bei Tageshöchstwerten um die 20 Grad bleibt es den ganzen Tag über bedeckt. Die Sonne lässt sich gelegentlich blicken. Aus dicken Wolken kann es immer wieder regnen. Das war Ihr Abendmagazin tagaktuell vom Dienstag. Denken Sie dran, nicht wundern, wenn Sie morgen im Laufe des Tages einmal kurzen Sendeausfall auf dem Kanal von TV Westsachsen haben. Es finden Wartungsarbeiten statt. Am Abend um 19 Uhr pünktlich zu tagaktuell sollte alles wieder laufen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, einen wunderschönen Abend und bis morgen an gleicher Stelle.